Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind immer noch auf der... Da haben wir wieder eine Insel. Wir brauchen Holz. Wir haben ja eine neue Axt. Wir wollen das hier noch weiter ausbauen, damit wir von hier auch da einfach so rüberlaufen können. So wie jetzt gerade. Oder nicht so richtig wie jetzt. Aber den Fass nehmen wir noch mit. Komm, den will ich haben. Ah, kann doch nicht sein. Ja, jetzt haben wir den. Dann müssen wir mal schauen, wann wir nah genug dran sind, damit wir hier den links hier den Anker werfen können. Ich würde sagen jetzt. Ah, das wird wohl reichen. So, dann schauen wir mal, wie viel Holz wir jetzt dieses Mal kriegen. Den können wir nicht kaputt machen, ne? Nee. Nur das hier. Den nicht, aber den. Und eine neue Wassermelone, nice. Können wir auch gleich mal essen. So. So. Da sind noch welche. Ups. Esse ich einfach weiter, ohne, die schmeißen wir mal weg. Ja, komm ich hoch. Hier muss ich hin. Diesmal kriegen wir ein bisschen was mehr an Holz. Nice. Komm, diesmal müssen wir auch keine 8 Planken für die Axt ausgeben. Okay, es gibt keine Bäume mehr hier. Schade. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine Truhe. Irgendwo vielleicht ein Eingang oder so. Ich will nicht runterfallen. Nicht runter. Nein. Toll. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht wieder von Boris attackiert. Und nein! Ah, da hinten ist schon Boris. So. Gut, dann können wir den wieder hochziehen und können uns wieder mal vom wir müssen, glaube ich, erstmal warten, bis wir von der Insel weg sind, bis ich da wieder so weiterbauen kann. Ich würde sagen, hier fangen wir mal an. Ja. Und dann hier. Und so. Jetzt fehlt uns wieder Schrott. Beziehungsweise Nägel. Für Nägel haben wir keinen Schrott mehr. Ich glaube, wir lichten doch nochmal den Anker. Wir brauchen noch ein paar Nägel.
Boris, bleib weg. Der kam schon da angekrochen, ey. Hä? Hier ist noch eine Geibe. Alter. Ah, da geht's über Wasser. Erstmal Luft. Gucken, wo Boris ist. Dann schnappen wir uns erstmal das Schrott. Wir brauchen erstmal nur Schrott. Und jetzt wieder Luft. So, schnell, 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 schnell. Ja. Und hier haben wir auch noch jede Menge. Ich hoffe, das wird reichen. Und ich hoffe, Boris kommt hier nicht hin. Doch, der ist schon hier. Dann schnell Luft holen und dann hauen wir ab. Ich glaube, das wird erstmal reichen für das bisschen, was wir hier brauchen. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Und. Toll. Aua! Boris, das tut weh. So, dann können wir jetzt mal die Seite auch noch bauen. Also erst einmal Nägel. Ich glaube, das reicht. Für unser Vorhaben. So, und so. Nice, dann können wir das jetzt bauen. 39 Tage haben wir schon überlebt. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Supi. Oh, das wird aber sehr viel Holz sein. Für hier oben. Aber sobald wir hier oben das durch haben. Ah, hier brauchen wir auch noch mal. So. Hier glaube ich eher weniger, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber hier brauchen wir auch definitiv diese Querbalken. Hier in der Mitte. Der ist fertig, nice. Geil, den haben wir. Ah, wir können aber auch mal die hier schon wieder wegschmeißen und das können wir wegschmeißen. Denn Metallwaren können wir eben hier einlagern. Hier, wo haben wir den? Da. Und die Bolzen können wir auch mal einlagern. Die packen wir mal zusammen so. Kokosnuss können wir hier reinpacken. Die Mangos können wir da reinpacken. Stein können wir wegschmeißen. So. Ich glaube, die brauchen wir jetzt auch erstmal noch nicht. Können wir auch wegschmeißen. Und da hinten ist wieder eine Insel. Aber ich glaube, die ist zu weit weg, dass wir die einfach so rankommen. Ja, geil. Die Planke nehmen wir noch mit. So, können wir noch einen bauen. Nice. So. Dann machen wir uns auf den Weg zur Insel. Hallo Nachbar.
Okay, den kriegen wir nicht. Aber egal, wir fällen gleich da vorne das Holz. Und sobald wir hier oben die Ebene fertig haben, erstmal, können wir dann die Dings hier aufbauen. Wo haben wir die hingetan gehabt? Nicht hier. Hatten wir die hier irgendwo gelagert gehabt? Hatten wir die schon gebaut gehabt? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall diese, wo haben wir das? Hier, genau, Antenne und Empfänger. Das wir die beiden hier. Was brauchen wir dafür? Da bräuchten wir Leiterplatte, Scharnier, Kunststoff. Und hierfür auch nochmal eine Leiterplatte. Aber dass wir das dann schon mal dann bauen, sobald wir die hier haben, diese Ebene. Ich glaube, die Insel wäre mir jetzt erstmal wichtiger als das Floß da hinten. Weil wir hier definitiv Holz kriegen. Planken. So, können wir ohne Leiterplatte bauen? Ich sehe nicht, ob wir das schon bauen können. Nö, doch, hier. Hier Leiterplatte. Ah, okay. Und Anker runter. Noch ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen. Nochmal hoch. Wir müssen da ja richtig dran. Und jetzt. Das wird reichen. Das wird jetzt reichen müssen. Nein. Komm, komm. Hoch, hoch. So. Hier gibt es keinen Schrott, schade. Aber viele Bäume gibt es hier auch nicht. Drei Bäume. Aber wir kriegen hier trotzdem mehr Planken, als wenn wir den Floß da hinten genommen hätten. Und wir kriegen hier auch noch was zu essen und zu trinken, sagen wir so. Und eine Ananas. Noch eine Ananas. Ich sehe hier sonst nichts. Komm, ich will da hoch. Also, wir können erstmal auch nochmal das wegschmeißen und das hier und das. Und nochmal die Querbalken für den Bereich hier. Nee, wir brauchen hier die kleinen eher. Für hier schauen wir mal. Ja, wir werden von da den Bereich nochmal schauen. Und wir haben wieder kein Holz. Das ist Wahnsinn. Also, den erstmal wieder hoch. Tschüss, Insel. Wir müssen auch wieder was essen und trinken. So, wir haben aber zum Glück noch eine Wassermelone. Und die Rübe können wir auch noch essen.
glaube, die Ananas vernaschen wir gleich mal zuerst. Und die lagern wir erstmal. Guck mal, wie viele Rüben wir haben. So, und jetzt sind wir erstmal satt. Erstmal 10.000 Rüben gefressen. Wir machen das anders mit denen. Danke, Boris. Autsch. Ich finde es immer noch lustig, dass wir hier rückwärts am Schwimmen sind mit unserem Boot, mit unserem Schiff. Ja. Und ja, haben wir es geschafft. Puh, das war knapp. Und den, ja, den haben wir gekriegt. Den müssten wir auch mal langsam kriegen. Und schaffen wir den? Nö. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ah, jetzt haben wir den. Noch eine Insel. Ah, ich wollte schon sagen, ne? Hä? Ich habe doch R gedrückt. Das war jetzt ein bisschen komisch. So, was können wir noch wegschmeißen? Das kann weg. Das kann weg. Und das. Ah, die können wir auch mal ein bisschen brutzeln lassen. Dann nehmen wir noch ein bisschen was von den Kokosnüssen. Wegen unserer Durstanzeige hier. Und den Rest können wir wieder reinpacken. Ich finde, was Essen angeht, sind wir doch schon eigentlich gut aufgestellt. Also, klar, wir haben noch nichts, was wir selber anbauen können. Aber trotzdem, hungern tun wir bisher noch nicht. Das sind auch schon mal drei Bäume. Vielleicht ist da auch so eine Kiste wieder versteckt. Sehen wir gleich mal. Wir müssen jetzt nur nah genug da rankommen. Und? Schaffen wir's? Schaffen wir's? Das muss reichen. Das muss jetzt erstmal reichen. So, nochmal Holz holen.
Naja, ich glaube, das sind wirklich nur drei Bäume hier gewesen. Und bisher auch noch keine Kiste. Aber Wassermelonen. Wassermelonen sind geil. Oh doch, eine Kiste. Ah, geil, was wir alles jetzt wieder gesammelt haben. Haben wir irgendwas fallen gelassen gehabt, oder wie? Damit weg. Das weg. Das weg. Und das bitte weg. Haben wir hier jetzt ein paar Planken weg? Hier, Planke. Warum habe ich jetzt Planken weggeschmissen? Ich sehe da gar nichts gerade. Palmsalm, Kunststoff. Nochmal Palmsalm, Palmblatt. Ich erkenne jetzt nicht, wo hier jetzt was liegt. Hier haben wir Palmblatt, Palmsamen, Kunststoff. Was ist das da? Wassermelonsamen. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Irgendwo nochmal Planken oder so? Wie viel haben wir jetzt? 21. Hier haben wir nochmal Ananas. Und nochmal Ananas. So, das können wir wegschmeißen. Und dann können wir wieder runter aufs Schiff. Ja, dreimal können wir auf jeden Fall wieder was bauen. Drei Bretter. So. Den einmal zu. Komm. So. Und wo geht's hin? Den Fass nehmen wir auf jeden Fall mit. Boris, bleib weg. Danke, Boris. Boris zeigt immer ganz viel Zuneigung. Auf diese Art. Boris weiß nicht, wie man Küsschen gibt, deswegen beißt er mal zu.